Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist wieder euer Ludovico von Spielenburg. Da ich nicht genau weiß, ob ich es über mich bringe, die letzte Folge tatsächlich zu veröffentlichen, da sie ein absolutes Chaos und eine Zumutung gleichermaßen war, werde ich nur für den Fall die Geschehnisse nacherzählen. Wir haben uns nach Sturmwind begeben, um das Paket für den Zwerg abzugeben, sind aber nicht sehr weit gekommen, denn wir haben festgestellt, hier wird gerade Valentinstag gefeiert. Also haben wir uns mit Inspektor Snip zusammengetan, ein bisschen Parfüm geschnüffelt, ein Paket abgeholt, einen Goblin in die Enge getrieben, der aber abgehauen ist, und die Geliebte genau dieses Goblins werden wir jetzt mit der harschen Wahrheit konfrontieren. Was doch so alles, wie schnell man 15 Minuten noch unterbrechen kann. Marion Sutton, wie geht es euch? Wie geht's? Er hat also nur davon gesprochen, dass er die Stadt mit all seinem Geld verlassen will. Dann hat er mich wirklich sitzen lassen, oh. Oh, was war ich bescheuert, mich in ihn zu verlieben, aber wie hätte ich es verhindern können? Er war so unwiderstehlich. Madam, es war ein Goblin. Wie ist daran irgendetwas unwiderstehlich? Eine nette Unterhaltung. Marion hört erschrocken zu, als ihr erzählt, warum ihr versucht, Flanny aufzuspüren. Ihr meint also, er hätte irgendeine Art Chemikalie auf mich angewandt? Igitt, ich kann nicht glauben, dass ich auf diesen Schwindel hereingefallen bin. Falls er mit seinen Erledigungen fertig ist, befindet er sich auf dem Weg zum Dock, um ein Schiff in die südlichen Meere zu erwischen. Was auch immer ihr tut, Ludovico, ihr dürft ihn nicht davonkommen lassen. Beeilt euch! Geht zum Hafen von Sturmwind, bevor ihr ihn verpasst. Auf dann! Aye, aye, Lady. Ich bin bereit. Der Hafen ist... Oh, die Glocke schlägt. Es ist 2 Uhr nachmittags. Warum ist Sturmwind so wundervoll? Hallo, hi, keine Zeit. Wir müssen ein Boot kriegen. Ich war hier noch nie. Die Kanäle. Er wird versuchen, über die Kanäle abzuhauen. Oh, da ist das Weingut Gallina. Da können wir dem Trunkenbold die Dinge zu werden. Das Schiff wird schon auf uns warten. Hey, Suzetta. Sucht ihr was Bestimmtes? Seid gegrüßt und fühlt euch willkommen, edler Herr. Habt ihr schon einmal einen unserer ausgezeichneten Weine versucht? Hier ein Weingutschein. Den haben wir nämlich auch noch, den wir nicht lesen können. Ah, ihr wart also bei Renato. Na dann hier. Bitte, werter Herr, eine Flasche unseres außergewöhnlichen Dollarin Noir. Ihr werdet nirgendwo in Azeroth etwas Vergleichbares finden. Siehe den Ehrenfreund. Na dann, runter damit. Nach dem Genuss von Flasche Dollarin Noir fühlt ihr euch etwas beschwipst. Das macht nichts. Wir mögen beschwipst sein, aber keine Zeit. Wir müssen Gerechtigkeit walten lassen. Ja, toll. Ja, toll. Das ist bestimmt nicht gesund. Das ist bestimmt genau das, was man eben nicht tun sollte. Oh, hallo. Sucht ihr was Bestimmtes? Catherine Leland. Und Arnold Leland. Hallo. Ja, ich möchte angeln lernen. Vielen Dank. Das kostet fast mein gesamtes Geld. Schönen Tag auch. Ja, schönen Tag auch. Wir versuchen noch einmal über diese Brücke zu gehen. In der Hoffnung, dass wir diesmal den Goblin auch einholen. Was ist denn hier? Das Magierviertel. Na, herzig. So, Sturm wird... Oh, hier liegen Äpfel. Die kann ich aber nicht einsammeln. Das ist aber traurig. Macht nichts. Das ist Verzauberungskunst. Ja, da haben wir keine Zeit für. Ja, hi. Wir werden uns um all das, um euch alle kümmern. Wir werden schon noch mit euch reden, aber wir müssen den Hafen rechtzeitig erreichen. Oh, das ist aber hübsch hier. Wir müssen uns beeilen. Wir haben keine Zeit, stehen zu bleiben. Hallo, Kelly und Kimmy. Oh, was ist denn da? Nee, das ist gar nicht der Hafen. Haben uns verlaufen. Da ist ein Druidenlehrer und ein Stallmeister. Warum auch immer die hier am äußeren Rand quasi schon fast in den Slums stehen, aber das macht uns ja nichts.
Wir werden diesen Goblin jetzt Wir werden diesen Goblin jetzt verfolgen. Das ist unser endgültiges Ziel. Ha, wir haben den Hafen erreicht. Ganz schöner Fußmarsch. Warum ist diese Stadt so gigantisch? Geht's hier überhaupt runter? Ist. Das schaffen wir doch, oder? Ja. Wir sind flink. Als Paladin in Plattenrüstung kann man auch mal ein bisschen springen. Die Plattenrüstung dämpft unseren Fall ab. Was er Marion angetan hat, ist unverzeihlich. Wir werden das nicht zulassen. Auf gar keinen Fall. Niemals. Wir müssen Gerechtigkeit walten lassen. Das ist jetzt unser Ziel. Ja. Guten Tag. Lassen Sie uns durch. Ihre Katze streicheln wir wann anders. Der Goblin. Wo ist er? Da ist Flanny. Na, Flanny, habe ich dich endlich erwischt. Hey, hört mal! Ich weiß ja nicht, wer ihr seid oder warum ihr mir folgt, aber ich werde demnächst an Bord eines Schiffes gehen und ich will alleine bleiben, kapiert? Ich habe hier eine Rakete mit eurem Namen drauf, Flanny. Oh, das klingt so falsch. Na schön. Gut, dann habe ich eben ein paar Raketen für so ein paar Typen hergestellt. Na und? Das Gold war in Ordnung. Und ich bin für meine Arbeit bezahlt worden. Es ist doch keiner zu Schaden gekommen. Es war eine ehrliche Arbeit. Was geht euch das an? In der Rakete ist eine Chemikalie. Was für eine. Hört mal, ich weiß es nicht, ja? Keine Ahnung. Ich bin bloß dafür bezahlt worden, Raketen zu machen. Die eine chemische Ladung abschießen, das ist alles. Der Auftrag ist erledigt. Sie sind fertig verpackt und auf den Weg gebracht. Ich habe mein Geld und habe versucht, ein bisschen Spaß zu haben, als ihr plötzlich aufgetaucht seid. Ich habe nichts mehr von dieser Chemikalie und ich weiß nicht, was das war. Wohin wurden sie geliefert? Oh, das ist hier... Ihr denkt, das hätte ich mir gemerkt? Hört zu, die haben mir nicht genug gezahlt, um mich jetzt mit euch abzugeben und in dem Vertrag stand nur, dass ich den Mund halten soll. Also werde ich euch mein Geschäftsbuch hier auf den Boden fallen lassen und ihr nehmt es euch. Lasst mich in Ruhe, kapiert? Bleibt gut drauf! Ich würde ja gerne noch eine reinhauen. Naja, haben wir jetzt das Geschäftsbuch im Inventar? Schauen wir mal, Flannys. Natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Ja, okay, mach's gut, Flanny. Wir gehen dann mal wieder. Ist das die nette Unterhaltung hier? Marion, ja. Gut, dann werden wir uns zurück zu Marion bewegen. Was kann ich für euch tun? Diese Geschichte muss hier noch zu einem guten Abschluss gebracht werden. Ein Happy Ending ist ja auch wichtig für erst recht am Valentinstag. Da muss man auch einfach mal die Sachen in die Hand nehmen und zu Ende bringen. Und ja, jetzt haben wir das Geschäftsbuch, jetzt können wir das bestimmt dem guten alten Snip geben. Und der wird wissen, was zu tun ist. Gott, so viele Treppen in dieser Stadt. Naja. Bewegen wir uns. Ich wünschte, ich wüsste, wo wir hier sind. Also diese Stadt ist ein einziger Irrgarten. Wer hat sich das denn ausgedacht? Oh, hallo. Nathan Stockton. Oh, hier kann man heiraten. Ist es immer da? Ist das ganze Jahr über da? Ist aber hübsch. Hier so hinter der Kathedrale. Das kann sich schon sehen lassen. Das muss man ganz klar sehen. Also, hier erlebt man richtig was. Oh, da ist eine Quest. Ah, da ist Grimond Elmore. Der Gute. Und wir werfen mal einen Blick in die Cathedral hier. Oh, das ist ja hübsch. Oh, als Paladin gehört man da ja auch förmlich hin. Kathedrale des Lichts. Ja, absolut. Hui. Tut mir leid für alles, Thomas.
haben wir Priester, das sind aber alles Priesterlehrer. Was ist mit Paladinen? Bischof Heller. Schönen guten Tag. Seid ihr gekommen, um das Licht demütigst anzuflehen? Oder vielleicht seid ihr hier, um euch dem heiligen Künsten auswählen zu lassen? Solltet ihr hier sein, um mit Erzbischof Benediktus zu sprechen, so muss ich euch leider mitteilen, dass er zu einer Mission aufgebrochen ist. Eine Mission? Ja, er ist gerufen worden, um die Aspekte bei ihren Anstrengungen am Würmruh-Tempel zu unterstützen. Er will ihnen dabei helfen, Azeroth von der Bedrohung durch Todesschwinge zu befreien. Möge das Licht ihn geleiten. Auf dann! Ja, was das angeht. Da habe ich schlechte Nachrichten. Na, egal. Wir gehen wieder raus. Diese Kathedrale ist hübsch. Aber wir haben zu viel zu tun. Hier ist noch eine Quest. Vin von Vin. Nee, nein, nein, dafür haben wir gerade keine Zeit. Wir müssen uns mit Marion beschäftigen und mit Snip. Wir müssen diese Geschichte zu einem Ende. Joff, Jimmy, Mikey, Steven, Twain, Andy, Pat und Fräulein Dana. Die haben hier sogar Schulen. Die haben hier ein richtiges Bildungssystem. Das ist ja unfassbar. Die Allianz, kannst du dir nicht ausdenken. Da ist Rema Schneider. So, die Valentinsgeschichte muss hier zu einem zufriedenstellenden Ende gebracht werden. Da ist Harlan Bagley. Der leere Köcher. Ob das jetzt unbedingt ein Aushängeschild ist? Thomas Müller, Bäcker. Und Offizier Pomeroy. Mr. Pomeroy. Naja. Snip. Was liegt an? Habt ihr den Kerl gefunden oder hat er sich irgendwo verkrochen? Nein, aber ich habe hier sein Geschäftsbuch. Habt ihr sein Geschäftsbuch bekommen? Wirklich? Das ist wunderbar, Ludovico. Darin befinden sich bestimmt eine Menge nützlicher Informationen. Die Krone zerschmettern. In diesem Geschäftsbuch sind lauter Orte verzeichnet, wo ihr ein kritisches Auge walten lassen und eingreifen müsst. Es wird Zeit, dass sich etwas ändert. Hier ist ein Eintrag, den ihr euch mal ansehen solltet. Gleich südlich von Burg Schattenfang im Silberwald. Das kann nicht gut sein. Begebt euch dorthin und mischt sie ordentlich auf. Ach ja, und wenn ihr auf etwas trefft, das groß und gefährlich genug ist, dass es vernichtet werden muss, bewerft es mit dieser Bombe. Bleibt gut drauf. In Ordnung, aber wie komme ich da hin? Was ist weiter noch? Sturmwind? Silberwald ist hier oben. Da soll ich hin. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie. Was ist denn das? Ein Goblin-Schurke? Hier? Mitten in Sturmwind? Ah nein, der gehört in Wahrheit zu uns. Gehört in Wahrheit zu uns. Oh, ich habe etwas probiert. Oh, supi. Fein. Also, Saphiria. Wir schauen einfach mal. Also, wir haben jetzt diese Daily Quest. Schön und gut alles, aber was machen wir? Wie kommen wir denn da hin? Da kommen wir doch im Leben nicht hin. Wir könnten den Flugmeister fragen, wie weit der uns bringen kann. Ich meine, der hat doch auch Grenzen. Da oben ist er so. Das ist alles noch so neu. Wie kommt man denn nochmal da hoch? Da ist Josie, da ist Marty. Warte, diese pfeifenden Kinder. Also. Nee, da bin ich falsch abgebogen. Diese Stadt macht mich kaputt. Und zwar nicht auf die schöne Art und Weise. Da ist der Käseladen. Wie bin ich denn? Ich muss da bestimmt einbiegen. Jetzt hier vorne. Das ist ja entsetzlich. Geht's hier vielleicht lang? Also ist das hier der Ort unserer Träume? Aha, ja. Hier geht es zu den Greifen. Da ist auch das Greifen-Banner. Da ist Lancy Refson, die Rüstmeisterin von Sturmwind. Was verkauft die uns denn? Kann ich euch helfen? Ein Wappenrock. Ja, den nehmen wir. Können eure Reisen sicher sein? Für Sturmwind. So.
Jetzt ist es egal, was wir tragen, wir sehen immer schick aus. Guten Tag. Nein, wir wollen nicht fliegen lernen. Wir wollen einen Greifen mieten. Wir müssen dahin. Und ich habe ein schlechtes Gefühl, was das angeht. Der Weg ist zu weit. Der Weg ist einfach zu weit. Das werden wir niemals schaffen. Ich meine, da muss man ja auch kein Genie für sein, um zu erkennen, dass das illusorisch ist. Also gut. Das heißt, es muss einen anderen Weg geben. Aber wenn er bietet mir das ja an, ich kann da ja nicht zu Fuß hochstapfen. Snip. Zeit ist Geld. Habt ihr es ihnen gezeigt? Nein. Ich weiß doch nicht wie. Hey, wie geht's euch so? Nein, das machen wir jetzt. Also das mit mir. Ich möchte all das nicht. Ich glaube, wir haben keine Möglichkeit, dahin zu kommen. Ich glaube, ist gerade ehrlich, weil wie ist jetzt gerade meine Frage. Und da wir das nicht wissen, werden wir uns mit dem machen wir halt was anderes. Hier, Harlan. Harlan Bagley. Was kann ich für euch tun? Harlan braucht Nachschub. Wir hatten in der letzten Zeit viel Betrieb. Es scheint so, als wollte wirklich jeder Rüstung und robuste Kleidung kaufen. Als würden alle eine kalte, harte Jahreszeit erwarten. Aber das sind alles Zukunftssorgen. Meine heutige Sorge ist eher, dass mir die gestrickten Kleidungsstücke ausgehen. Ich brauche eine weitere Fuhre von unserem Lieferanten. Wenn ihr diesen Auftrag zu Rema Schneider in die Schneiderei und Anpasserei am Kanal bringen könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Man sieht sie. Okay, das machen wir natürlich. An die Schneiders. Guten Tag. Ich hoffe, die Geschäfte im Kanaldistrikt laufen gut. Wir hier am Händlerplatz können uns über mangelnde Arbeit jedenfalls nicht beklagen. Wir brauchen dringend neue Strickstoffwaren, denn unser Vorrat geht zur Neige. Bitte schickt uns schnellstmöglich die übliche Ladung. Gutes Gelingen. Ich hoffe, die Studien eures Sohnes Thurmann schreiten rasch voran. Ja, wer hofft das nicht, nicht wahr? Wer hofft das nicht? Nun, die Schneiders werden wir in der nächsten Folge aufsuchen. Bis dahin eine schöne Zeit und viel Spaß. Euer Ludovico von Spielenburg.